Landwirt Praxistest. Spalten reinigen und Futter nachschieben zählt zu den zeit- und kraftaufwendigsten Tätigkeiten der täglichen Stallarbeit. Abhilfe schafft das Clean Melion 2, ein Aufsitzgerät der Firma Westermann aus Deutschland. Wir haben den motorisierten Betriebshelfer einem Praxistest unterzogen. Das Clean Melion lässt sich vielseitig einsetzen. Mit verschiedenen Anbaugeräten passt es sich wie ein Chamäleon seiner Arbeitsumgebung an. Für unseren Praxistest stellte uns Westermann gleich zwei Geräte zur Verfügung. Eines zum Spaltenreinigen und eines zum Futterschieben. Das Fahrzeug punktet mit seinem einfachen, robusten Aufbau. Die Einradlenkung im Heck erlaubt extrem enge Wendemanöver. Perfekt für die Arbeit in engen Stallgebäuden. Seine Kraft schöpft das Clean Melion aus einem 10 PS Benzinmotor von Honda. Alternativ bietet Westermann auch noch zwei stärkere und eine schwächere Ausführung an. Gestartet wird elektrisch. Zur Not kann man den Motor aber auch von Hand anwerfen. Weiter hinten sitzt der 10 Liter große Benzintank. Die Bedienung ist einfach. Fahrtrichtung und Geschwindigkeit bestimmt man mit einem Fußpedal. Der hydrostatische Fahrantrieb wirkt auf die Vorderachse und lässt sich gut dosieren. Der Radialbesen wird über die Zusatzhydraulik angetrieben. Er lässt sich hydraulisch anheben und dreht in beide Richtungen. Die Arbeitshöhe stellt man an einer Lochleiste ein. Der Schnellkuppler erlaubt einen einfachen Gerätewechsel ohne Werkzeug. Beim Futterschieben hat das Clean Melion einen guten Eindruck hinterlassen. Mit dem Besen lassen sich auch große Mengen schwerer Silage bewegen. Zwei Metallplatten an jeder Seite erhöhen das Einsatzgewicht. So bringt das Fahrzeug seine Kraft besser auf den Boden. Wir haben das Futter immer in mehreren Überfahrten nachgeschoben. Das funktioniert nach unserer Erfahrung am besten. Die Borsten arbeiten sehr gründlich und hinterlassen einen sauberen Boden. Wer das Clean Melion nur zum Spaltenreinigen braucht, der kann eine einfachere Ausführung ohne Zusatzhydraulik ordern. Das Räumschild ist dann fest montiert. Über ein Gestänge lässt es sich mit dem Fuß anheben und absenken. Die beiden Gummilippen drücken den Mist zuverlässig durch die Spalten. Nur bei trockenen Verhältnissen kommt das Gerät an seine Grenzen. Interessant ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das einfache Clean Melion mit Spaltenschieber kostet knapp 4.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für das Gerät mit Zusatzhydraulik und Radialbesen muss man 2.600 Euro mehr ausgeben. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 11/2016.